Hallo, 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 weiter geht's mit Outlast 2. Willkommen dazu, ich bin der Lars mit der Pimmelcap. Leider sieht man das P irgendwie nicht. Weiß nicht, gelb auch rausgefiltert. Was ist denn los mit dir, Greenscreen? Egal, wir sind hier noch in dieser komischen. Licht. In dieser komischen Schule. Und wir sind ja letztes Mal genau hier auch stehen geblieben. Der Save Point von dem Lars wurde perfekt gewählt. Natürlich, warum? Weil er voll die Ahnung hat von dem Game. Holy moly. Jawohl, weiter geht's hier, Jungs, weiter geht's. Jungs, Mädels. Ich hoffe, die Pampers sind wieder an. Ich hoffe, ihr kackt euch jetzt nicht in die Hose, weil jetzt gibt's den Ultrasprühschiss. Und zwar in jeder Ritze, die nur am Start ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist hier los? Nein, nein, kein Geist. Ich mag keine Geister, Mama. Ich mag sie nicht. Geister sind böse. Geister machen Blödsinn. Hör auf, geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hoffe, sie werden nicht laut, nicht zu laut. Nur so nebenbei. Aua, aua. Geh weg. Nein. Nein. Was ist da? Ich will es gar nicht wissen. Ich will es nicht wissen. No. 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 Nein! Nein! Warum ist das verschlossen? Ich hasse die! Okay, war gar nicht gruselig. War gar nicht gruselig. Nein! Es war nicht gruselig. Es war normal. Es ist gar nichts passiert. Es ist gar nichts passiert. Alles gut. Entschuldigung. Guck, wie rot ich jetzt bin, Alter. Sieht man das? Ich hoffe nicht so krass. Ich habe mich erschreckt des Todes. Alter Vater, ich habe auch volle Lautstärke auf. Leute, ich habe volle Lautstärke. Bist du über mir? Was du auch immer bist? Warum? Geh doch weg, Junge. Geh doch weg. Hier sind ein paar Tücher. Da kann ich mich die Nase putzen oder mir einen runter und keine Ahnung, wenn ich, worauf ich gerade Bock habe. Ja, an Gott soll ich jetzt auch glauben. Holy moly. Einfach mal hinterher. Hinterher. Tödliches irgendwas Wesen, was mich angreift. Aber hinterher. Habt ihr die Zunge gesehen? Die war richtig. Ne? Zungen-Action hier. Und ich sehe gerade, ich bin bei Steam noch angemeldet. Egal. Wie, jetzt schreibt mich jemand an. Wie, jemand versaut mir die Aufnahme. Er rascht sich komplett aus. Was ist denn jetzt hier? Ist aber nur ein Büro, wo ein Stuhl runterfällt. Nice. Hallo. Können Sie mir helfen? Oder sie? Ah, oh, der sieht natürlich sehr, sehr knusprig aus. Lecker geil. Ich will jetzt nicht weiterspielen. Hier ist Gott, kann man dran glauben. Sehr gut. Ist das ein Tresor? Ich muss da doch hoch. Nee. Nee. Spiel. Ich habe mich die ganze Zeit, ne? Von wegen. Keine Jumpscares, wo bleibt ihr? Sind wir das? Bitte sind... Das sind wir, oder? Ich habe gerade Schiss vor meinem eigenen Körper. Das sind wir, ja. Oder? Ja, das sind wir, okay. Kurz nachladen. Ich werde jetzt nicht nur eine Überraschung hier bekommen. Wer, der greift mich jetzt hier an. Alter, ich habe gerade Angst vor mir selber. Jetzt hat mich das Spiel wieder... Jetzt hat's mich wieder. Ist dunkel. Oh, yeah. Oh Gott, ne! Mama! Was nun? Was ist jetzt passiert? Wo sind wir denn? Okay, der Albtraum ist vorbei. Umso besser. Da sind welche Viecher mit sehr langen Zungen. Also ohne Witz, wir werden hier vom Monsterzungen angegriffen. Ich glaube, die können auf jeden Fall. Was nehme ich auf? Die Brücke. Ich glaube, die können einiges gut ausschlecken. Abchecken, abchecken. Ich brauche Beruhigung. Ich brauche Beruhigung. Ganz ruhig jetzt hier. Keine Jumpscares mehr. Okay. Alles gleich. Weiß sie Bescheid. Wir müssen Madame noch suchen. Madame ist hier irgendwo. Madame, die den Antichristen oder so gebären soll. Ich habe keine Ahnung. Hier erstmal runtersliden. Sehr gut. Hier rüber? Was ist da hinten? Paddy. Ich höre irgendwelche...
Menschen, die sich einen runterholen. Ne, keine Ahnung, irgendwelche Leute, die komische Sachen. Ich glaube, da wird jemand gequält. Von seiner Frau. Ne, weiß ich nicht. Irgendwas passiert da gerade. Irgendwie Aua. Macht ganz viel Aua da. Mal runtergucken, ist da was? Ne, ist okay, weiter. Ich sprint mal ein bisschen, ne, wir können langsam gehen, ne? Langsamer. Ganz ruhig. Oh, wird schon gespeichert, sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Müssen wir hier rüber? Ich glaube schon. Mr. Zunge, ich hoffe, wir sind nicht mehr da. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Easy. Ach Leute, wir haben den Ballonsinn des Todes. Ich meine, wir können alles. Normal würde ich da mit einem Bein rüberhüpfen. Während ich, weiß ich nicht, mit einem Saxophon noch irgendwas spielen würde. Insekten! Ich hasse Insekten. Oh Gott, die sind überall. I don't know how many of them got in my mouth. My skin wouldn't stop itching. They were trying to lift me up. Ich glaube, hier ist der Tod. Und der Tod wird uns... Ich weiß, was passiert. Leute, ich will nicht spoilern, ich weiß, was passiert. Einfach nur, es ist klar, was jetzt hier passiert. Es ist klar. Ich habe zu viele Horrorfilme gesehen und zu viele Horrorspiele gespielt. Ich weiß, was passiert jetzt. Woher wusste ich das denn nur? Boah, das ist voll vorhersehbar gewesen. Oh, mega. Egal. So. Muss ich mir die Latte wegdrehen, sonst kriege ich hier noch Tränen in den Augen. Nicht, dass die Leute denken, ich weine vor Angst. Wir hängen hier, oder? Gollum! Das war Gollum! Stell dich tot! Das ist meine Kamera da, glaube ich, die hier liegt. Oder was ist das Blaue? Ach so, jetzt geht's, okay. War das irgend so ein Typ auf einen Riesen? Was war das? Das sah voll komisch aus. Das sah auf jeden Fall nicht menschlich aus. Guess I'm taking the long way. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch nichts. Okay, so ist schon besser. Irgendwie so ein... reitender Zwerg auf einen Riesen will uns mit Pfeil und Bogen abschießen. Was war das? Alter, sind wir hier bei... Herr der Ringe oder was? Kriechen, Alter. Was willst du das kriechen? Okay. Da hat hier immer wieder ein Orgasmus. Zu viel an der Flöte rumgespielt. Was sind das hier Geräusche? Holt sich jetzt, keine Ahnung, eine Heuschrecke runter? Mach mal kurz mein Spiel leiser. Es ist ja so todeslaut bei mir. Natürlich erschreckt man sich dann mehr, aber das tut schon fast weh in den Ohren. Ich mach's bei mir leiser, nicht bei euch. Wir können die hoch, ne? Greif mich nicht an von hinten, greif mich nicht an, zieh mich nicht hinten runter, mach nicht, geh weg. Sei brav. So.
Spiel ausgetrickst, die bleiben einfach hier oben stehen. Bis das Spiel vorbei ist. So hoch, komm runter. Können wir hier zurück? Jetzt. Kurz nachladen die Kiste hier. Wie viele Batterien habe ich noch? Kann man noch irgendwie abchecken hier? Genau hier. Wir haben noch 3 Batterien. Ich habe keine Bandage. Was sind die Bandagen? Ich habe nur noch eine Batterie und 3 Bandagen. Okay. Ich brauche Batterien, Leute. Wo sollen denn hier einfach mal ein Bug Batterien rumliegen? Das ergibt gar keinen Sinn, aber... Ich hoffe, die sind gleich welche. Weil sonst haben wir die Arschkarte. Weil es ist ziemlich dunkel in letzter Zeit. Egal, wir werden gleich Mr. Gollum fragen. Hier muss ich kriechen. Da war Mr. Gollum. Okay, 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 Alter. Das war der Mr. Zunge, oder? Ganz ruhig, Lars, ganz ruhig. Und du? Hier runter, hier hoch. Hier vielleicht lang. Geht nicht. Da durch? Durch den Baum kriechen? Alles klar. Durch den Baum. Ist nur ein Baum. Oh, da guckt er eh gleich welcher von oben. Alles safe. Alles safe, alles safe. Gar kein Problem. Alles ganz, ganz, ganz gut. Ich schwitze auch nicht überall an meinem ganzen Körper. Mir läuft die Suppe nicht gerade eben die Arschritze runter. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Alter. Oh. 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 Wenn wir neue Stiefel brauchen, haben wir welche. Sehr gut. Gut abchecken hier, neuer Stiefel. Sickness here. God bless. These people were rotting even before they were murdered. Hm, was Lächeln. Ein bisschen Licht, das ist gut für unsere Batterien, batterieschonend. Das ist, sollten wir lieber nicht runtergehen hier. Oh, fuck. There's gotta be some other way around. Beinlos und fußlos durch Manhattan oder was? Muss ich jetzt hier runterklettern? Ich muss doch hier runter. Ich will eine Batterie. Liegt hier nicht irgendwo eine Batterie? Komm, Spiel, bitte. Gib mir eine fucking Batterie. Was ist denn dahinter eigentlich? Kann ich irgendwie gucken, was dahinter ist? Oh, hier ein paar Hände. Hallo. Handicap. Wir gehen runter. Alles klar. Hier runter und da mal kurz weiter abchecken, was abgeht. Also Mr. Gollum ist hier irgendwo am Start. Da müssen wir aufpassen. Und Mr. Troll, Reiter auch. Wir müssen Lichter machen hier. Alter, wir können von oben jetzt komplett vernichtet werden. Wir können von oben komplett zerstört werden. Da kann jemand runterspringen, ein Affe oder so, und uns einfach die Eier abreißen, wenn er Bock hat. Was haben wir hier? Ihr kennt die Kiste, durchlesen, ihr wisst Bescheid. Ich werde es für euch hier kurz nochmal hier zeigen. Aber hier, den hier. Genau, da gibt's. Also, ne? Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung, bla bla und so weiter und so fort. Könnt ihr abchecken, wenn ihr Bock habt? Ich lese das Ganze nicht vor. Kein Bock. Da ist der Affe. Ich höre ihn doch. Das ist Gollum! Ist das der Penis? Das ist doch Mist. Alter, das ist ohne Witz, das ist Gollum. Sind die bei der Ringe? Sorry, aber. Er hat den elektrischen Anfall! Er dreht durch! Oh.
Sag mal, was ist denn los mit dem hier im Wasser? Ist das eine Sie? Hat die ein Loch zum Stopfen? Nee, weiß ich nicht. Lässt du mich in Ruhe? Du bist eh schon halb tot, oder? Lass mich doch einfach in Ruhe, komm. Komm, Schnuckel. Was machst du denn hier auch? Penitent's God. He'll descend for our dominion. God Christ, our Christ. Please, God, please. Open your eyes. We'll descend. Ich glaube, ich hätte einen Bock. Ich hätte Bock auf ein Date mit dir. Das ist ganz hot. Alter, das Ass. Also die schreien auch hier, als weiß ich nicht. Hey! Batterie. Safe. Ach Gott, ich will da nicht durch die Gedärme kriechen später. So, wir haben jetzt hier Spaß. Du bist hier untätig. Ich hab Bock. Greift sie mich an? Ja! Um Gottes Willen! Ich will mich nur zu dir legen und mit dir Spaß haben. Weißt du, ich hätte auch von mir aus, keine Ahnung, Vorspiel. Ist mir egal, könnten wir machen können. Und du kommst da hin und greifst mich gleich an! Du Zicke! Scheint ja voll schnell zu sein. Ich glaube jetzt hier keinen Bock auf das Spiel. Kann ich jetzt hier durch? Ich versuch's mal zu. Hier komme ich tatsächlich durch. Das gefällt mir schon mal. Das ist safe. Was ist denn los mit dem Spiel auf einmal? Um Gottes Willen, um Gottes Willen, Leute, ich komme gerade nicht mehr klar auf das Spiel. Komm nicht hoch, doch jetzt. Ich komme gerade nicht mehr klar auf das Spiel. Was ist denn los? Plötzlich Steigerung von over 9000 vom Horror-Action. Fuck, ich bin gerade fertig mit der Welt, ne? Alter Schwede. Alter Schwede. Hat mich das fertig gemacht gerade. Okay, wir machen mal kurz. Ja. Ja, sorry, aber ich habe gerade Schiss. Was haben wir hier? Kapitel 4 können wir ja durchlesen. Ihr kennt ja das, ne? Und so weiter und so fort. Und ich würde mal sagen, bevor ich mir jetzt in die Hose hier scheiße, weil ich bin gerade kurz davor, es geht mal gar nicht mehr. Das waren ja zwei Sachen, die mich voll weggehauen haben. Also richtig. Machen wir an der Stelle hier Ende von dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr lasst auf jeden Fall ein Like da. Und beim nächsten Mal hoffe ich doch mal, ich bleib am Leben. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.